Amerikanische Faulbrut ist gemäß Wikipedia eine bakterielle Krankheit der Bienenbrut. In Deutschland handelt es sich dabei sogar um eine anzeigepflichtige Tierseuche. Mehr zu dem Thema amerikanische Faulbrut in diesem Video. Damit willkommen auf meinem Bienenblog. Mein Name ist Manuel. Und die amerikanische Faulbrut ist eine wirklich ganz, ganz üble Geschichte. Da müssen im größeren Umkreis komplette Bienenvölker und Bienenstände abgeschwefelt werden. Wenn das passiert, das ist so ziemlich der absolute Worst Case. Da will ich dir in diesem Video mal ein paar Hintergrundinformationen zu geben. Ja, zunächst mal, woher stammt denn eigentlich der Name amerikanische Faulbrut? Es ist so, dass diese Bienenkrankheit zuerst in Amerika entdeckt wurde. Allerdings erstreckt sich das nicht nur auf Amerika als Kontinent selbst, sondern es sind Bienen weltweit von dieser Seuche betroffen. Was ist das Typische an dem Krankheitsverlauf der amerikanischen Faulbrut? Also von der Faulbrut ist die ältere Made der Biene, die sogenannte Streckmade, betroffen. Und um zu testen, inwieweit da eine Faulbrutverseuchung möglicherweise vorliegt, gibt es den sogenannten Streichholztest. Da entnimmt man eine Wabe aus dem Bienenvolk und steckt das Streichholz in die Wabe rein. Wenn man beim Herausziehen des Streichholzes eine schleimige Masse sieht, dann ist das Ganze sehr wahrscheinlich, dass das Volk mit der amerikanischen Faulbrut infiziert ist. Ansonsten, was passiert noch? Durch die Krankheit im Volk trocknet die ältere Made aus, die zerfällt, wird wie Staub, und das sehen dann eben die Ammenbienen. Die merken, okay, da stimmt was nicht, da ist möglicherweise eine Krankheit vorhanden, und dann wollen die Maden natürlich ausräumen, tun das auch, und durch diesen Staub haftet die Krankheit an den Bienenkörpern. Die gehen wiederum zu der nächsten Brut, pflegen die. Es fällt was von dem Staub in die Waben rein. Das Ganze passiert zigfach, hundertfach, tausendfach. Und das ganze Bienenvolk ist dann eben wirklich sehr, sehr schnell mit der amerikanischen Faulbrut infiziert. Und das ist dann wirklich eine tödliche Spirale. Es gibt noch eine Reihe von Symptomen, um die Faulbrut möglicherweise zu identifizieren. Der nächste Fall ist, gehen wir davon aus, es ist Sommer, es ist Trachtwetter und normalerweise sollte richtig viel Flugverkehr sein. Vor einer Beute ist aber wirklich wenig los. Dann kann das mal im Einzelfall sein, dass die Bienen vielleicht später in den Tag starten, so rum, oder dass die möglicherweise ein bisschen früher Feierabend gemacht haben. Es ist aber auch definitiv möglich, wenn alle Völker wirklich richtig heftig am Fliegen sind und eins nicht, dann kann das ein erstes Indiz für die Faulbrut sein. Das nächste Indiz, wenn dein Brutnest ziemlich viele Lücken aufweist und das wirklich über den kompletten Brutraum, kann das eine weitere Möglichkeit für die Faulbrut sein. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, wenn die Zelldeckel von den Bienen, die eigentlich verdeckelt sein sollten, eingefallen sind oder verfärbt sind, dann ist das der nächste Punkt, was auf eine mögliche Faulbrutverseuchung schließen lässt. Solltest du einen Faulbrutverdacht haben, ist es wichtig, dass du die Veterinärbehörde von deinem Landkreis informierst. Ich persönlich würde dir empfehlen, das Ganze auch wirklich schriftlich per E-Mail zu tun, die E-Mail aufzubewahren, dass du definitiv im Zweifel nachweisen kannst, dass du die Behörde informiert hast, dass der Verdacht vorliegt über eine Faulbrutverseuchung. Der nächste Punkt ist, du solltest deinen Vorsitzenden von deinem örtlichen Imkerverein informieren, dass mindestens der Verdacht vorliegt, damit der schon mal gewarnt ist und entsprechend die Imkerkollegen warnen kann. Gehen wir davon aus, dein Verdacht bestätigt sich, es handelt sich um eine Faulbrutuntersuchung, dann müssen die Bienenstände im Kreis von mehreren Kilometern abgeschwefelt werden. Wie viele Kilometer das genau sind, ist im Einzelfall durch die Veterinärbehörde festzulegen und da gibt es keine vorgegebenen Werte. Wie kannst du der Faulbrut vorbeugen? Also Möglichkeit 1, wenn du Bienenvölker kaufst, achte darauf, dass du ein aktuelles und gültiges Gesundheitszeugnis bekommst. Möglichkeit 2.
wenn du die Bienen aus welchen Gründen auch immer füttern musst, unabhängig davon, ob es im Sommer ist oder nicht, nimm dafür immer nur eigenen Honig, niemals und unter keinen Umständen fremden Honig. Ich habe mal von einem Fall gehört, da hat eine Bäckerei ihre Produkte mit Honig gesüßt. Der kam aus Italien, war mit der amerikanischen Faulbrut verseucht und da kam es eben zum Worst Case. Es mussten mehrere oder richtig viele Bienenvölker in der näheren Umgebung abgeschwefelt werden. Deswegen bitte auf keinen Fall mit irgendwelchen Discounter-Honig oder ähnlichem füttern. Niemals. Ja, ansonsten wie immer, ich freue mich auf Meinungen und Kommentare von dir im Kommentarfenster. Wenn du dazu mal etwas schreiben möchtest, ich hoffe nicht, dass du die amerikanische Faulbrut schon mal selber oder in der näheren Umgebung hattest, aber falls du Erfahrungen hast, kannst du die gerne unten ins Kommentarfenster schreiben. Ansonsten, wie immer, wenn es dir gefallen hat, mach einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal, teile meinen Artikel auf Facebook und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!